Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored. Wir haben in der letzten Folge unter anderem in der Kanalisation ein paar Weiner entfernt, beziehungsweise wir haben sie betäubt und ich meine, sie sollten jetzt nicht mehr da unten sein, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, die wachen ja eigentlich wieder auf dann, ne? Keine Ahnung, vielleicht sind sie auch einfach schon draufgegangen, ich weiß es nicht. Und in der heutigen Folge lautet unsere Mission, ins Bordell gehen. Ja, ist deutlich, ist eine der Missionen überhaupt. Aber wir gehen da nicht aus den Gründen hin, weswegen man sonst hingeht, sondern wir wollen dann natürlich Emily finden, ne? Na, können wir los? Ich bringe sie zur Golden Cat, wenn sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. So ist das also. Hey, aber Samuel, ich will nochmal erwähnen, ich gehe da nicht deswegen hin, weswegen die anderen hingehen, okay? Okay, suchen wir nach Emily. Und auf mit der Maske. Damit uns da auch keiner erkennt. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was uns da erwarten wird. Wahrscheinlich werden wir sehr viele reiche alte Säcke sehen. Das Haus der Freuden. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendleton, verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord-Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Mal gespannt. Natürlich halten die sich da auf. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen kommen. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Vielen Dank. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Vielen Dank. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Ja, nicht ohne Grund, ne? Ich habe den Typen ja auch einfach erschossen. Da wäre ich auch besorgt. Okay, und wir sind tatsächlich wieder in diesem Gebiet hier. Chaosfaktor, deine Handlung beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ja, ne? Ist halt so eine Sache. Jo, okay, was geht denn da oben ab? Hallo? Ah, da flüchten gerade Leute, ne? Uiuiui, und warum halten die nicht. Warum halten die an? Warum gehen die nicht weiter? Was wollen die überhaupt da hinten? Du kommst da dann gar nicht weiter. Oh Gott, das wirkt mir gerade sehr bedrohenswirkt. Ne, also es ist sehr bedrohlich gerade hier, das Ganze. Aber ja, wie schon erwähnt, ich versuche ja so wenig Leute wie möglich zu töten, ne? Aber es ist halt manchmal nicht so ganz leicht. Ich habe keine Munition. Ich bin auch ein Vollidiot. Ich habe keine Munition gekauft. Ich habe keine Betäubungsschüsse. Wer hat da gerade das Höh gemacht? Okay, dann müssen wir den so holen. Da hatten wir ja keine andere Wahl, ne? Ah, das bringt nichts. Irgendwer sagt da die ganze Zeit Höh? Und der ist... Ach, ich weiß nicht. Das Blöde ist halt auch, wir sind das letzte Mal sind wir ja nicht am Tag da gewesen, sondern so ein bisschen in nächtlicher Dämmerung. Das scheint keiner zu sein. Na, holen wir uns den erstmal. Können ihn ja von der Brücke werfen oder so. Warte mal, hatte der jetzt eine Maske auf? Ja, guck mal, da geht's ihm doch gut. Da kann man sich doch aufhalten, oder? Nicht direkt im Wasser, sondern in so einer Vorklippe. Okay, diesmal gehen wir das wirklich sehr vorsichtig an. Ich möchte hier nicht nochmal erwischt werden. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind diesmal wirklich nicht so super. Denn letztendlich ist es ja tags. Und wie wir auch eben gerade gesehen haben, wurden Leute auch auf der Brücke einfach gesprengt. Okay.
kein gutes Zeichen. Hey, raten, was geht? Alles gut bei euch? Könnte... Warte mal. Überlebender. Ein Almosen für einen armen Bettlerkumpel? Wie sieht's aus? Ja, ich hätte ihm einen gegeben, hä? Ich hätte ihm einen Taler zugedrückt. Für gutes Karma oder so vielleicht. Wer bist du? Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Oh, das gefällt mir nicht. War Slackjaw der uns helfen wollte? Oh, Dunwear Whiskey. Oh Gott, nein. Ich geh dann mal, ne? Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid alles Schlägertypen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den größten Teil des Weges einfach als Ratte zurücklegen. Dann haben wir nämlich so wenig Gegner wie möglich. Guck mal, da ist dieser Überwachungsturm. Drüben ist einer. Warum? Der war doch noch komplett... Der hätte uns gar nicht sehen können, der war noch umgedreht. Nicht dein Scheiß Ernst. Nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wer den tötet, wird befördert. Ja. Wer dich tötet, wird befördert. Also hoffentlich ich. Der hat gerade seinen eigenen Stoff abbekommen. Naja, ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal neu lade. Das war ja richtig scheiße gerade. Und ich bin tot. Unser erster Tod in dem Spiel. Ich glaub es nicht. Oh, das ist ja viel zu... Letzter Speicherpunkt. Ich guck mal, wo er zuletzt gespeichert hat. Ja, ich muss mir Quicksaven echt angewöhnen in den meisten Situationen. Zu nice Slackjaw. Ja, mit dem hätte ich mich echt treffen können. Hätte ich mal lieber machen sollen. Dann wäre ich in diese Situation nicht reingeraten. Wäre ganz gut gewesen. Na gut, okay. Ist ja auch egal. Ne, erster Tod. Ich hab gedacht, der zielt schon wieder auf uns. Gott, was ein hässliches Scheißteil da oben. Das ist richtig gefährlich. Da müssen wir uns auf jeden Fall vorbeischleichen. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, das war echt ziemlich unfair, wie der uns gesehen hat aus dem Nichts. Das war nicht cool, Mann. Ach so. So sieht's also aus. Ne, ganz ehrlich, Alter. Das ist schon ein bisschen eklig. Kannst auch mal woanders hinpissen. Guck mal, jetzt liegt er in seiner Pisse. Ins Wasser mit dir. Das war jetzt aber ein bisschen... muss nicht sein, ne? Ich weiß ja nicht, ob die hier Toiletten haben, die Leute, aber... Ich meine, das war jetzt gerade nicht so schön. Das hätte man nicht machen müssen. Da war der jetzt ja auch schließlich... Ich sag's ungern, aber er ist ja trotzdem noch gestorben, wenn er jetzt im Wasser da liegt. Was heißt ungern? Die Typen sind eher Arschlöcher. Deswegen weiß ich halt auch nicht, warum die Story halt negativ beeinflusst wird. Ich meine, ja klar, durch die Seuche vielleicht. Achtung, Bürger von Dunwall. Aber so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass das an sich, also wenn ich mal drüber nachdenke, sind das alles schlechte Menschen hier. Naja. Wir gehen jetzt als Ratte dahin. Ratten sollten doch bestimmt nicht beschossen werden, oder? Ich weiß halt nicht, wie lange wir eine Ratte bleiben können. Ah, shit, kommen wir überhaupt hoch? Okay, Ratten sind schlau genug dafür. Sehr gut. Holy shit. Das war vielleicht gar nicht so schlau jetzt. Aber es ist besser in dem Moment enden als in dem anderen. Sehr gut. Hat niemand gesehen? Frag mich, ob seiner merken würde, wenn's fehlt. Was fehlt? Dein Kopf? Wo ist denn der? Scheiße, wo ist denn der? Nein, oder? Zieht er auf mich? Der hatte schon. Ist auch keine Ratte, ne? Ist keine Ratte. Geh mal in diesen Kasten hier rein. Da sind wir hoffentlich sicher. Bisschen Brot, ein bisschen Heilung. Warum nicht? Uiuiui, das ist aber auch hier schon wieder eine Mission, ne? Ich möchte einfach nur zu Golden Cat gelangen. Offizieller Bericht der Wache, ja, könnt ihr euch durchlesen. Stimmt nicht zu spannend. Der Typ ist eh gestorben gerade.
Ah, so ein bisschen Kabelwerkzeug ist auch nicht schlecht. Scheiße. Nein. Gut ist halt, dass sie uns sehr wahrscheinlich hier drin nicht treffen können, die Raketen. Und das Ding geht bestimmt gleich wieder aus. Oh Gott. Ja, nee, meine Skills sind heute mal wieder sehr hervorragend, ne? Merkt man, oder? Oh, da könnte man rein als Ratte. Ich habe gerade eine gehört. Ratte, 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 komm mal her. Oh, dieses Scheißteil, ne? Das ist auch ein Müll. Da muss man schon ein bisschen Mana nutzen jetzt, ne? Scheiße, bin ich hier sicher? Bin ich überhaupt sicher? Ich weiß halt nicht, wie man dem Teil überhaupt entkommen soll. Ja, wie kommen wir jetzt am besten als Ratte da unten rein? Weil hier sind halt leider keine. Obwohl, warte mal, wenn sich hier Tote auftreiben, sollten gleich welche kommen, ne? Ah, das Teil sieht er natürlich nur, wenn es zu einem hinleuchtet. Okay. Ich höre die ganze Zeit eine Ratte. Da, guck mal, da kommen sie. Sehr schön. Ey, Jungs, kann mir mal jemand seinen Körper leihen hier? Dankeschön. Für dich wird heute nicht gefrühstückt. Du hast eine andere Mission. Ah, sehr gut, okay. Das lief doch ganz gut. Da oben geht die nächste Wache schon wieder. Möchte erstmal einen Mana-Trank nehmen, dann haben wir wieder welches. Ja, den Weg kennen wir an sich ja schon, aber der wird halt jetzt immer weiter bewacht, weil wir halt weiterhin Scheiße bauen hier. Also beziehungsweise, was heißt Scheiße bauen? Wir bringen hier halt ab und zu mal wieder Leute um. Natürlich nicht sehr vorteilhaft ist für die. Für uns an sich auch nicht, weil dann werden, wie gesagt, die Überwachungen immer strenger. Ah, da kann man halt nicht viel machen, ne? Da steht einer. Ich finde dich schon auch. Ich glaube, der eine hat mich bemerkt. Bist du? Nirgendwo. Das sind leider zwei. Warte mal, wir gehen als Ratte rein. Wir gehen in dieses Loch rein. Stecken uns da. Ah, da kommen wir auf der anderen Seite raus. Das ist gut. Das ist tatsächlich sehr vorteilhaft. Haben wir Betäubungspfeile eigentlich? Nö. Da ist so viel los. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Da ist so viel los. Oh, guck mal, da gehen direkt Leute. Aufgrund krimineller Aktivitäten nahe der Soldier Square wurde die Gegend jetzt abgeriegelt. Wachtürme und zusätzliche Patrouillen sind... Oh nein, als ob das jetzt abgeriegelt ist auch noch. Die Patrouillen werden als feindliche Elemente mit böswilligen Absichten behandelt. Oh mein Gott. Oh Gott, die kommen immer näher. Wir haben gleich ein Problem. Shit, ich hoffe, die gucken hier nicht runter. Da sind sie. Oh, soll ich den abschießen? Sind ja nur zwei jetzt hier vorne. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Als ob der daran nicht gestorben ist, Digga. Der hat nicht mal einen Helm auf. Der hat nicht mal einen Helm auf, der Typ. Oh mein Gott. Sterbt. Wie viel halten die aus? Wie viel halten die aus? Leute, übertreibt's nicht. Ich bitte euch. Ja, also ich glaube, wir werden das düstere Ende irgendwann haben. So wie das jetzt gerade läuft. Ich habe halt auch keine Betäubungsspritzen, das ist blöd. Kommt noch jemand?
Natürlich kommt noch jemand. Wo? Wer ist er denn? Wer ist er denn? Hä, willst du mir mal sagen, wer er ist? Das hab ich auch noch nie gesehen. Was ist das für eine komische Determination? Leute, ich verstehe die Welt nicht mehr. Von wo? Da oben. Ja, gute Taste. Ich habe keine Munition mehr. Das läuft nicht gut. Ich treffe den halt nicht, ne? Ja. Leute, das läuft nicht gut. Ich werde trotzdem mal kurz quick saven, einfach nur, weil ich es kann jetzt. Oh, warte mal. Ich werde jetzt einfach mit einer Ratte flüchten. Ich werde jetzt einfach mit einer Ratte flüchten, ganz ehrlich, an dem Punkt. Ich weiß ja nicht. Wir haben jetzt sehr viele Leute umgebracht. Ich bin heute ein bisschen verpeilt, das merkt man mir vielleicht an. Ich meine, wann bin ich das nicht? Aber das ist mir hier ein bisschen zu viel Chaos. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Ja, die ist total beeindruckend, Leute. Wir haben halt keine Schusswaffe mehr, ne? Alles leer. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau. Ist nicht gut. Einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Ach, bitte lass sie dran rumspielen. Macht bestimmt Spaß. Und den jetzt da reinschubsen, das ist schon verlockend. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Halt, wer ist da? Ey, nicht dein Ernst. Er dreht sich einmal um. Ey, ich hab heute kein Glück, Leute. Ich hab heute kein Glück, ne? Wirklich nicht. Ich hab heute keinerlei Glück. Oh, entschuldigt diese Folge schon mal. Okay, was war mein letzter Speicherpunkt? Okay, wisst ihr was? Vielleicht ist das ganz gut. Wir machen das alles nochmal von neu. Bis gleich. So, ich habe mich jetzt mal hier vorne hingeschlichen. Ich habe bisher noch nichts ausgelöst, was irgendwie, keine Ahnung, zu viel Munition verbrauchen müsste. Und ich versuche es jetzt einfach mal von hier aus nochmal. Ich habe mich jetzt hauptsächlich mit ein paar Ratten durchgeschmuggelt. Was einem ja hier nicht mehr möglich ist, denn hier kommt jetzt ja schließlich die Lichtwand. Jetzt erstmal den hier kalt machen. Hoffentlich. Gut, der ist weg. Sehr schön. Huiuiui. Ist alles nicht so leicht, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ist alles nicht so leicht. Okay, da sind jetzt ein paar Leute durch. Wir müssten mal gucken, dass wir warten, bis hier gar keiner mehr ist. So wie jetzt zum Beispiel. Aha, guck mal. Natürlich. Die Leute haben heute ein sehr großes Pinkelbedarf in dieser Stadt. So, sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Huiuiui. Jetzt heißt es nur noch dahin hinkommen. Ich muss halt mal gucken, dass ich jetzt... Guck mal, da vorne ist es schon. 50 Meter nur noch von hier. Ich werde noch mal kurz quicksaven, weil wie gesagt, das ist so eine Sache, die ich mir jetzt allgemein angewöhnen möchte, denn das ist ziemlich nützlich. Man sollte diese Funktion nutzen, wenn sie einem... Wenn sie nutzbar ist. Okay. Ach, natürlich. Ist noch mal eingeschlossen sogar. Alles gut, du siehst mich nicht. Die Maschine ist komplett von alleine ausgegangen. Ja gut, okay, das ist ja schon mal etwas. So, pass auf. Du, Ratte. Mein treuer Begleiter. Achso. Haben wir nicht genug Mana? Jetzt, okay. Ja, wir nutzen das tatsächlich jetzt sehr oft, würde ich sagen, dieses Rattenfeature, weil es ist einfach nicht schlecht. Man kommt damit sehr gut hin und her. Er muss keine Gegner töten, daran verhindern wir so ein bisschen, dass das schlechte Ende kommt. Dementsprechend werde ich das auch gerne nutzen. Ich hoffe mal, der entdeckt mich jetzt nicht. Oh nein, als ob die dann stirbt, die Ratte, wenn wir die verlassen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ach Gott, oh Gott. Ich bin hier schon wieder in einer ziemlichen Sackgasse. Beziehungsweise da vorne ist es ja, ne? Ich muss eigentlich nur hinrennen.
Aber für den Rückweg auch schon mal ein paar Wachen ausschalten. Das war jetzt Bullshit, dass der mich nicht entdeckt hat. Das war so Bullshit. Das war so Bullshit. Aber gut für mich. Okay, der geht da hinten lang. Ach komm, wir gehen jetzt rein. Wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ha, komm. Rein ins Golden Cat. Okay, mal schauen, was uns hier erwarten wird. Wahrscheinlich noch deutlich mehr Wachen als jetzt. Aber da haben wir wenigstens so einen geschlossenen Raum, da kann man sich vielleicht gut verstecken. Hoi. Mann, ey. Da bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Ach, wir sind noch nicht ganz drin. Okay, hier kommt noch ein Weg auf uns zu. Spieler auf deine Art. Verschiedene Optionen. Die Umgebung, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit, die unterschiedliche Herangehensweisen an deine Mission ermöglichen. Halte auch schon nach Vorsprüngen, Rattentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Ja, wie gesagt, das Rattending nutze ich derzeit sehr gerne. Ich muss halt mal schauen, dass ich nicht zu viel Mana verbrauche. Kostet ja auch ziemlich viel. Okay, for sale. Bei dem Gebäude hat man sich auch gedacht, wir streichen mal bis zum Stock 3,5 und dann hören wir auf zu streichen. Haben keine groß genug Leiter mitgebracht, tut uns leid. Kostet dann extra, wenn wir nochmal kommen sollen. Nö, dann machen wir es nicht. Das war auch schon wieder dumm, dass er mich nicht entdeckt hat, aber wie gesagt, mein Vorteil. So, danke. Haben wir den schon mal erledigt? Dann war auf jeden Fall einer, der hat gerade mit einer wahrscheinlich Golden Cat Arbeiterin geredet. Was? Was? Was ist da passiert? Achso, der ist unter mir. Hallöchen? Hallo, bitte? Entschuldigen Sie? Okay, pass auf. Ich wollte ja hier eigentlich auch noch eine Fähigkeit kaufen. Das wollten wir machen eigentlich in dieser Folge, ne? Dann können wir mal gucken, ob wir den tödlichen Schwarm holen, aber ich bin tatsächlich derzeit wirklich erst einmal für die Fähigkeit Schattenangriff. Ich weiß, tödlicher Schwarm hört sich deutlich interessanter und cooler an, aber das Leichen sich direkt in Staub auflösen ist halt deutlich cooler und nützlicher. Und von daher machen wir das jetzt einfach mal. Jedes Mal, wenn du einen ahnungslosen Gegner eliminierst, zerfällt dessen Körper zur Asche, sodass du ihn nicht verstecken musst. In der zweiten Stufe werden alle eliminierten Gegner zur Asche. Das ist halt so nützlich, man muss nichts mehr verstecken. Der Typ hier, der müsste dann nicht mehr liegen. Das ist schon eine sehr gute Fähigkeit, meiner Meinung nach. Also werden wir die auch nutzen. Das ist natürlich die Frage, die ich mir stelle. Finden die Golden Cat Leute, finden die das schlimm, wenn ich hier Leute umbringe? Oder beziehungsweise... Hey Schätzchen, willst du mit mir spielen? Du bist süßer als meine Stammkunden. Entschuldigung, Lady, ich bin im Dienst. Ich doch auch. Soll ich es dir zeigen? Willst, dass ich meinen Job verliere? Hau ab! Wie ungehobelt. Von irgendwas muss man ja leben. Ich meine, irgendwie hat sie recht. Man muss schon von irgendwas leben. Aber der hier lebt gleich von gar nichts mehr. So, du bist ein gutes Beispiel. Oh nein. Das war ja klar, ne? Dass das nicht gut klappen kann. Warum ist er nicht in Asche verwandelt worden? Bin tot. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wo wir gespeichert... Ich muss Quicksave mir echt angewöhnen, aber es kann sein, dass automatisch gespeichert wurde bei dem Betreten dieses Punktes. Ja, wurde, okay. Ja, das ist... Warum ist der nicht in Asche verwandelt worden automatisch? Warte mal, ich muss es mir jetzt nochmal zulegen, weil das ist jetzt ja weg. Überraschungsangriff? Ja, das müsste doch klappen, oder nicht? Fragwürdig, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Oder muss ich den mit einem Messer töten? Das wäre aber dann dumm. Dann hätte ich die Fähigkeit lieber nicht mitnehmen sollen, weil dann muss ich die ja trotzdem umbringen. Du hast nichts gehört. Du hast nichts gesehen. Gar nichts von beiden. Hier ist ein Knochenartefakt in der Nähe. Aber seht ihr das? Die werden nicht zu Staub. Das finde ich fragwürdig. Warum? Ich habe mir diese Fähigkeit doch extra dafür zugelegt. Na toll. Hätte ich auch was anderes nehmen können, ne? Egal. Gut, wie gesagt, hier soll es ein Knochenartefakt geben. Da gucke ich gleich mal. Erstmal versuche ich mich nochmal an dem da drüben.
Hey Schätzchen, willst du mit mir spielen? Er will immer noch nicht. Du bist süß, ich habe gerade übrigens statt Stammkunden habe ich Stammkuchen gelesen. Und ich dachte schon so, oh, das ist bestimmt so ähnlich wie dieser Baumrindenkuchen. Willst, dass ich meinen Job verliere? Hau ab. Wie ungehobelt. Von irgendwas muss man ja leben. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den... Ich will gerade, ob wir den noch herlocken, einfach. Guck gerade nicht. Sehr gut. Sehr gut. Weg mit dir. Ich speichere mal direkt. Okay, dann haben wir den nämlich schon mal losgeworden. Sehr gut. Aber naja, ich will auf jeden Fall sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es im Golden Cat aussehen wird und was für Leute wir da begegnen werden. Wahrscheinlich sehr, sehr interessanten Leuten. Ansonsten lasst eine Bewertung da, noch einen wunderschönen Streicher. Warum streicheln? Was? Wegen Cat wahrscheinlich. Schleicherischen Tag, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.